Hyperit war das wirksamste aller Kampfgase und verdrängte nach und nach andere wie Chlor, Phosgen, Chloropikrin, Blausäure oder Arsen und wurde lange nach dem Ersten Weltkrieg noch erfolgreich eingesetzt. Unterdessen erfanden Wissenschaftler andere Kampfgase: Levisit, Tabun, Sarin und Soman. Die Verwendung von Kampfgas wurde auf diversen Konferenzen in den Jahren 1899 und 1907 und 1922 und 1925 und 1946 und 1954 und 1972 und 1990 und 1992 verboten. Und an der Front und im Hinterland fanden Übungen mit Kampfgas statt und die Soldaten und Zivilisten lernten, wie man sich am schnellsten eine Gasmaske aufsetzt und worauf man achten muss, damit keine Erde oder Staub die Filter verunreinigen. Und im Jahr 1915 erfanden die Franzosen spezielle Gasmasken für Pferde. Und im Jahr 1922 erfanden die Deutschen sogar spezielle Gasmasken für Hunde. Und am Ende des Jahrhunderts erfanden Ärzte Präventivmedikamente gegen Gasvergiftungen, aber man erkannte noch rechtzeitig, dass die Medikamente gegen Gasvergiftungen Hepatitis und Tuberkulose und Migräne und Erinnerungslücken verursachten. Im Zweiten Weltkrieg erzeugten die Deutschen 18.000 Tonnen Kampfgas im Jahr. Aber die deutschen Strategen entschieden, dass der Einsatz von Kampfgas den Vormarsch der Truppen bremse und später wieder den Rückzug. Die Deutschen verwendeten das Gas zur Ausrottung der Roma und Juden in Konzentrationslagern und sie erfanden ein Gas, das man Zyklon B nannte und das es möglich machte, eine große Anzahl von Menschen schnell und billig zu töten. Zyklon B fiel seiner Zusammensetzung nach unter die Gruppe der Desinfektionsmittel und wurde zum ersten Mal im Februar 1940 im Konzentrationslager Buchenwald an 250 Roma-Kindern erprobt und das Testergebnis belegte, dass jenes Gas zu diesem Zweck geeigneter sei als andere Gase.